Und damit herzlich willkommen zurück zu Titan Quest Immortal Throne mit Freddy, den Wolfies, ahoi, am Brunnen. Wir müssen zurückgehen und erkunden. Und wir haben gerade die Hygiene getötet, weil die bedrohlich nahe gekommen ist. Die Wolfies sind letztes Mal einfach. Ich hab sie getötet, ich hab ein Wurfmesser reingeworfen. Weißt du, meine Figur kann das Wurfmesser auch nicht so. Hast du hier auch so einen schwarzen Bug? Wo? Ich hatte hier, als ich hier gerade so lang gegangen war, hatte ich hier so eine schwarze Linie da. Gerade nicht? Ja, auf jeden Fall, ich hab das mit meinem Wurfmesser getötet, weil ich ein Bad Boy bin. Okay, läuft bei dir. Danke. Gut, wir müssen hier noch alles erkunden. Ja, nicht schon alles erkunden. Du meinst totschlagen, nicht erkunden. Ja. Ach stimmt, ich zieh den Wichsern ja ihre Energie ab. Mist. Ja, ich hab eine Nachricht gekriegt. Wir waren da schon. Wir fahren aber nochmal die Erfahrung. Oh, was? Oh, ein Glücksbringer des Schafsens. Ein Tiglen-Scheiß, Gold. Was ein Nekromantie, was ist das für ein cooles Scheiß? Nekromantie? Totbeschwörung, ne? Ja. Übrigens, mein Kumpel, der bei Minecraft mitmachen wollte, sollte, etc., sagt ja, aber er hat halt wenig Zeit. Nicht so wenig wie Jenny, aber wenig. Was machen wir jetzt? Aufnehmen. Ich werde das morgen mit ihm auf der Arbeit nochmal besprechen. Okay. Dann nehmen wir ihn einfach auf. Okay, und wie wenig Zeit etwa? Also, das können wir später erklären, das gehört nicht als Play. Ja, genau. Okay, wir machen sowieso kein Story, weil wir labern sowieso den ganzen Tag irgendeinen Scheiß, der nichts mit dem Spiel zu tun hat. Das ist ja auch das LPT. In meinem stark geführten Single-Let's Play wird ja alles... stark, tschüss! Ja, ciao! Sorry übrigens, dass letzte Woche wieder kein Part kam, aber ich bin einfach nicht zum Aufnehmen gekommen. Du hast einfach keine Lust. Ich hatte schon Lust, aber Freddy, du kennst mich. Ich habe sowieso nie Zeit. Ja, du mit deiner Arbeit. Ja, du sitzt doch den ganzen Tag in irgendeiner Schubkarre und guckst dir Blumen beim Wachsen zu, ne? Ja, ich bin ja nicht du. Ja, deshalb guckst du dir den Blumen beim Wachsen zu, nicht den Tasten. Guckst du dir den Tasten beim Wachsen zu, ich glaube ja. Ja, ich warte, bis die größer werden. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Was? Ich glaub dir das. Weißt du, was das Schlimmste ist? Was denn? Ich werde damit mehr verdienen. Ja, ich weiß. Ach ja, ungerechte Welt. Ah, läuft. Naja, du wirst vorerst mehr verdienen, sagen wir es so. Wenn ich mich dann auch selbstständig mache, werde ich auch mehr verdienen. Das bezweifle ich. Ich nicht. Schon mal das Gehalt von einem Baumkletterer gesehen? Der sich schon mal das Gehalt von einem selbstständigen IT-Leiter gesehen? Wie viele werden davon gesucht? Du machst deine eigene Firma auf? Ja. Und wie viele brauchen sowas? Sehr viele. So ziemlich jedes Unternehmen braucht irgendwie, und die meisten haben schon. Ja, und trotzdem. Wie viele Baumkletterer braucht man? Keine. Doch. Kannst du selber auf den Baumklettern in den Fällen? Nein, kannst du eben nicht. Ich kann das. Du kannst das nicht. Ich kann das, ja, aber du kannst das nicht. Ja, ich kann das auch. Nein. Doch. Möchte ich sehen, bitte. Ich gebe dir 15 Euro, wenn du es machst. Was? Ein Baum fällen. Ich nehme zwar 300, aber okay. Ja, siehst du, ich kann's auch. Ich musste 15 Euro an dich geben. Nein. Was? Nix 15 Euro. Doch. Nein. Du hast gesagt, aber okay. Das heißt, dass du den Vertrag angenommen hast? Eigentlich nicht, nein. Doch, jetzt nein. Schon. Das war ein mündlicher Vertrag? Nein, war's nicht. Ich habe nicht zugestimmt. Doch, du hast ja gesagt. Ich habe okay gesagt, aber okay. Ich habe nicht gesagt, ich mache es. Ja, Freddy, wer von uns beiden hat BWL? Du oder ich? Ich. Es war kein mündlicher Vertrag. Das war ein mündlicher Vertrag. Wieso ist hier nur so viel Scheiße? Können wir nicht irgendwie mal gutes Loot wiederfinden, wie im Labyrinth? Das war schön. Im Labyrinth haben wir zwar nichts Vernünftiges gefunden, aber okay. Im Labyrinth habe ich blaue Beinschienen bekommen. Ich glaube, eine grüne Waffe. Ach ja. Ich glaube, bis hier habe ich in Ägypten schon nicht mehr gespielt gehabt. Glaube ich auch.
Genau, schieß einfach nach oben, wenn ich nach unten drücke. Ist doch schön. Ja, wundervoll. Irgendwie ist hier nichts Vernünftiges. Das Beste mal ist, wenn man so eine Truhe aufmacht, da kommt nichts raus, wenn man nichts gedrückt hält, beziehungsweise du halt. Das ist super. Schön. Das ist einfach richtig befriedigendes Gefühl. Ein selbstbefriedigendes Gefühl. Hä? Das will euch ein Heal geben. Kannst du aufhören, mir alles wegzulooten? Nö. Dann wohl eher nicht. Voll scheiße, dass man sich manchmal so komplett umpositionieren muss. Mhm. Alter, die Maden, ich hab Angst vor denen. Immer so viel Schaden. Aber wieso machen die echt so viel Schaden? Ich meine, das ist einfach nur ekelhafte Würmer, die kann doch nichts. Also ich habe bisher noch keinen Schaden von denen gekriegt. Im letzten Part, als wir in irgendeinem Part, ich weiß nicht welcher das war, als wir in der Höhle waren, bist du an denen gestorben. Nein, das waren nicht die. Doch, das ich waren hab's bei, ich hab's beim Gucken gesehen, dass es nicht die waren. Was war es dann? Da war nichts anderes in der Höhle. Ich weiß es nicht genau, es war glaube ich ein kleiner Goblin. Da waren keine kleinen Goblins. Doch, da waren diese Schakale. Schakal, das ist ein Schakal. Schakal. So heißt ein Part von mir. Ich weiß, ich hab sie gesehen. Ich hab dich abonniert auf YouTube, weißt du noch? Ja, stimmt ja. Aber so, dass es niemand sieht. Moment, hier geht's gar nicht raus. Stimmt. Du läufst hier einfach nach. Ja, ich dachte, du hättest wenigstens einmal Ahnung von dem, was du tust. Naja, sieht nicht so aus. Nein. Bin ich ein Gärtner? Nein. Oh Gott, ich pack auf der Treppe fest. Ja, wir müssen gleich die Hauptquest abgeben. Ja, wo bist du? Ich bin auf die Straße gelaufen, um die Hyänen hier zu töten. Ah klar, geh nicht nach oben, wo wir noch nichts erkundet haben, wo todes viele Viecher sind. Geh niemals nach oben, geh immer zuerst nach unten links. Das ist, soll es hier so langsam mal bewusst sein. Ja, von da kommen wir. Nein. Von wo kommen wir? Von unten rechts. Ah, wir kommen also aus der Steinwand, okay. Ciao. Ja, da ist ein Weg. Nein, nach unten links geht der Weg. Nein. Oben links geht der Weg lang, ja. Er kommt von unten rechts nach und geht dann nach oben links. Der läuft parallel zum Wasser. Ja. Ja. Und ich bin gerade in das Erkundete nach unten links gegangen, während du nach oben gegangen bist. Ja, in das Erkundete, während ich in das Unerkundete bin. Nein, ich bin auch noch ins Unerkundete gegangen. Du hast gerade gesagt, du bist in das Erkundete gegangen. Ja, Richtung des Erkundeten. Aber eine Wolfsklaue, noch ein neues. Warum kriegen wir eine Wolfsklaue von Hyänen und nicht von Wölfen? Kannst du mir das bitte sagen? Nein, das geht dich nämlich nicht an. Sorry, dass ich lebe. Ja. Ich hasse es, wenn hier so riesige Felder sind, wo dann überall Scheißviecher sind, die wir sowieso nicht töten wollen. Ich finde das gut, dann ist das Spiel wenigstens linear. Ich hasse lineare Spiele. Und ich hasse so offene Spiele, wo du einfach zu 90% gar nichts bekommst. Ah, okay, du hast also GTA, gut zu wissen. Nein, GTA bekommt man ja irgendwo immer gute Gegenstände, da kann man Waffen finden. Hast du in GTA 5 eine einzige Waffe irgendwo rumliegend gefunden? Ja. Ich nicht! Ich habe in der Grove Street zum Beispiel, da liegt irgendwo eine MP rum, auf dem Hinterhof. Sniper habe ich, ne, ich weiß nicht mehr, ich habe es noch nicht mehr gespielt. Aber auf jeden Fall habe ich ein paar Waffen gefunden. Ich habe nichts gefunden, ich habe mir alles gekauft. Schutzweste und so, ja, das meiste habe ich auch gekauft. Man hat ja sowieso genug Geld, also muss man eigentlich nichts finden. Ich finde voll scheiße, dass man kaum Geld bekommt am Ende. Alter! So, was? Och, mir ist gerade nur alles explodiert. Wann bekommt man kaum Geld? Wenn man die Story durch hat und das ganze Geld am Ende bekommen hat, dann hat man zum Beispiel nicht genug Geld für einen Country Club. Und wie soll man das ganze Scheißgeld dann bekommen? Indem man sich zuerst den Country Club kauft. Nichts ja, man vorher hat dafür ausgibt. Kein Geld. Indem man vorher nichts ausgibt. Ja, trotzdem hat man noch nicht genug. Doch, dann hat man genug. Nein. Wenn du aus keinem Banküberfall irgendwas ausgibst, hast du genug. Nein, hat man nicht. Klar. Du brauchst 50 Millionen. Ja.
Aus dem ersten bekommst du, glaube ich, 2. Jeder aus Charakter bekommt 2, ja. Ja. Etwa, nein, 2 bekommt man, glaube ich, insgesamt. Und Michael muss dann davon, je nachdem, ich bin gelevelt, Michael muss davon noch ziemlich viel abgeben. Am Arsch, jeder bekommt 2, Alter. Man bekommt auch beim ersten Bankraub schon todesviel. Mehr als beim zweiten. Beim zweiten bekommt man gar nichts. Ja, weil man das ja alles an die Bullen abgeben muss. Moment, ich muss kurz Skillen, Stärke und einmal Gesundheit. Ah ja, man kriegt aber jetzt immer 3 Punkte, das ist schön. Hm. Ja, das haben wir in der letzten Part schon festgestellt. Nein, da haben wir gedacht, dass es vielleicht nur bei dem Level so im ist. Im vorletzten hast du das gedacht. Im letzten habe ich dann schon gesagt, man bekommt bei jedem. Im letzten Part. Richtig Nackenschmerzen. Oh, das tut weh. Oh, fuck. Okay, ich glaube, ich habe mir gerade den Hals gebrochen. Das Genick so knack, weg, knack. Kopf ab, tot. Hier ist eine Quest. Guter Krieger. Wenn ich habe eine neue Fähigkeit mal bekommen. Ich glaube, noch da geht's weiter. Nein, nach da oben geht's weiter, okay. Ist da rechts noch irgendwas gewesen? Ja, da rechts ist irgendein Durchgang, aber weiß ich nicht. Was? Was ist das für Menschen? Kometen sind illegal. Das darf man nicht. Oh, ich mach ziemlich viel Schaden mit dem Skill. Aber ich zum Glück nicht. So. Schon wieder ein Glücksbringer der Stärke, Alter. Zum Glück habe ich davon nicht viele. Geht's hier weiter irgendwo? Nee. Da ist die Stadt. Hä? Da ist auch die Stadt schon. Ja, ich weiß. Wir waren ja auch gerade schon Memphis drin. Wollen wir erstmal nach rechts oben oder nach oben? Also nach links. Erstmal nach rechts oben. Rechts oben geht's, glaube ich, nämlich nicht weiter. Man kann sich nie sicher sein bei diesem Spiel hier. Ach wirklich? Die Quest hast du schon angenommen, ne? Doch, hier habe ich auch noch Was ist das denn? Das ist ein Schattenläufer. Was bitte für Menschen? Oh, ich kann sie gefrieren. Okay. Militärachs des Massakers. Guter Name auf jeden Fall. Wie viel müssen wir von denen töten? Ein paar tausend. Wir sind ja nicht wirklich stark. Und die sind nervig und ekelhaft. Was ist denn das für ein Mischgebot dann? Wir können dich vergiften und bluten lassen. Ich mach den auch dezent viel Schaden. Kannst du mir vielleicht einen Heal geben gleich? Danke. Das war's. Hier oben geht's auch nicht weiter, wie es aussieht, oder? Kann man hier durch? Nee. Obwohl es hier ein Durchgang aussieht. Guckst du Game of Thrones? Tapferer Krieg. Nein. Du hast den Ort. Okay. Ring des Fischadlers. Elektronischer Ring der Wahrnehmung. Ja genau, in Memphis einfach noch Viecher. Gute Stadt auf jeden Fall. Ja, hier, siehst du hier irgendwo Stadtwachen? Nein. Das war... Armchen des Windes. Oh, nice. Intelligenz, Lebensentzugsvergeltung. Aber die bringen nicht so viel Rüstung wie meine jetzt. Willst du die haben vielleicht? Zeig mal her, ich hab total die beschissenen Sachen. Ich kann machen. Das für dich. Einen guten Tag wünsche ich dir noch. Gut, dass sie nicht riesig sind. Ach nein, die bringen gar nicht viel Rüstung. Nein. 50 nur. Das ist todesviel. Ich hab 38. Ich hab 48er mit plus 16 Rüstung. Ich hab 38er mit nichts. Oh. Doch mit plus 1 auf alle Fähigkeiten, aber ganz ehrlich. Brauchst du Beinschutz mit 60 Rüstung? Ja, dezent. Ne, doch 60. Ja, dann gebe ich dir auch mal. Moment. Was zur Hölle mache ich denn gerade? Weiß ich nicht. Frage mich auch. Ich dachte gerade, ich wäre beim Händler. Bist ein richtiger Held. Hä? Bist ein richtiger Held auf jeden Fall. Ja, die haben nicht viel Rüstung. Nein. Die Schilde sind sogar jetzt besser als meiner. Also theoretisch, praktisch nicht, weil ich halt einen blauen Schild habe.
Hauptsache, ich habe noch zwei Anhänger mit Stärke. So schön. Also die Waffen sind jetzt auch schon besser als mein blaues Schwert. Läuft. Also theoretisch wahrscheinlich nur besser. Ja, so schadenstechnisch, aber die haben halt so andere gute Sachen. Ja, ja. Ne? Ich habe einen Bogen mit 40 Schaden sogar jetzt gekriegt, einen grünen. Gehärtete Mütze, einfach nur so ein Stirnkranz. Auch was Schönes. Ring des Fischadlers, das kann ich nicht verkaufen, ist voll scheiße. Brauchst du einen Ring mit 150 Leben? Warte, ich habe einen mit Begleiter und einen mit Begleiter und 5 Stärke, also nein, danke. Sieht und uns Ciao. Das hier ist der Bücherhändler. Sieh an, ein mächtiger Krieger aus einem Brauchst du 56er Beinchen? Ich bin sicher, du findest hier genau das, wonach nein. du suchst. Okay. Okay, wir haben jetzt schon fast die Hälfte von Ägypten. 40, 50, ja, die bringen auch noch 50. Ciao. Hier ist noch eine Quest. Das Ding kann ich bekommen. Oh, das war die Hauptquest. Jetzt hab ich den Ring des Fischadlers gekriegt. Ich hab zähliger Ring der Leistung bekommen. Ja, der Schild ist schon ganz geil. Und verdorbener Ring der Begabung. Warum habe ich zwei bekommen? Gift, ne, der ist nice. Das heißt, falls heft Giftschaden pro Sekunde benutzt, den hier. Okay, ich benutze den hier, der hat nämlich mehr Stärke. Ich habe bis 250 Stärke übrigens. Okay. Alter, der Ring des Fischadlers ist richtig gut. Der ist grün. Ja und? Das ist gar nicht mal schlecht. 10% Durchschlagsschaden, 10 Durchschlagsschaden, 10% Intelligenz und 5% Energie. Ja, meiner war eine. Ich habe jetzt nur noch eine goldene Sache und das sind meine Armschienen. Das ist alles grün mindestens. Aber mein Ring, der hat jetzt 18 Stärke, 8% Stärke und 6% Leben. Wie viel Stärke hast du oder wie viel, du skillst hier auf Geschicklichkeit, oder? Ich schicke ein bisschen, ich mache auf beides. Ich habe 164 Stärke und 156 Geschicklichkeit. Ja, ich habe 148 Geschicklichkeit und 251 Stärke. Übertreib ja, halt. Alles gut. Ich wollte mal sagen, ich bin gut geskillt bisher. Also nicht geskillt, aber... Was ich bin Sosamank. Ja, hier ist dieser Typ und der sagt dann die ganze Zeit, wir haben versucht, diese Monster. Da waren die Zeremonien. Ach. In die, yeah. Ja, ich, diese alten Zeit. Wollen wir Tor nach Fahne oder Tor nach Tor der Sphinx? Ich bin erleichtert, ich fürchte, Reise der nach, sagt das, glaube ich, warte. Reise nach Gizeh. Nee, der sagt Reise nach Gizeh. Tor der Palme oder Tor der Sphinx? Sphinx, wo wollen wir hin? Warte, du hast hier keine Quest angenommen. Entschuldige mich. Ich habe hier zwei Quests angenommen. Keine gekriegt. Hä? Bei mir waren die alle noch angezeigt. Wow. Genau, nur so. Ich habe der vermisste Bruder angenommen. Ja. Und dann die Hauptquest hier. Hm. Also wir können jetzt nach rechts nach zur Sphinx gehen oder oben zur Palme. Wo gehen wir durch? Tor der Sphinx oder zur Palme? Ich würde sagen zur Sphinx, oder? Ja, gehen wir dahin. Ja, warte kurz. Ich bin immer noch nicht gelevelt, ey. Ja, warte nicht. Danke. Den Brunnen gemacht, was bist du für ein Mensch, ey? Assi. Und ich erstmal links. Die Fackel immer super. Was? Erstmal hier oben nach links, weil hier ist. Sieht so leer aus. Ja, hier ist nichts. Schöne Aussicht. Das sieht so aus, als hätte das hier Startgebiet für Dings sein können. Das erinnert mich irgendwie an den Steg, wo wir gestartet haben. Ja. Da oben. Alter, es ist langweilig. Was? Die Gegner machen hier überhaupt keinen Schaden. Ich meine, einmal reingehauen, die sind tot. Du bist halb tot. Ich gar nicht. Du bist halb tot. Ich war nicht mal halb tot.
Du bist okay, halb hier. Tot. Was schreien? Ja, ich weiß, dass ich halt tot bin. Warum hielst du mich nicht? Sag schon. Der Timer hat übrigens gerade geklingelt. Okay, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao.